Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal die Burgruine Flossenbürg. Ich wünsche euch viel Spaß! Mittelalterliche Adelsburg Flossenbürg, welche sich hoch über die Gemeinde Flossenbürg im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab erhebt, wurde um 1100 rum von Graf Berengar von Sulzbach gegründet. Sie thront auf einem harten, gigantischen Granitfelsen. Anfänglich bestand sie nur aus einem Wohnturm, welcher von einer hohen Ringmauer umgeben war. Man nannte diesen auch Hoher Mantel. Der vorgelagerte Bergfried kam im 13. Jahrhundert. Erst drei Jahrhunderte später kamen die Toranlagen hinzu. Die Burg wechselte im Laufe der Jahrhunderte mehrmals ihre Besitzer. Kaiser Friedrich Barbarossa, die böhmischen Könige, die Herzöge von Bayern und die Leuchtenberger gehörten zu den bekanntesten Eigentümern. Als die Soldaten des Bernhard von Sachsen-Weimar im Dreißigjährigen Krieg abzogen, wurde die Burganlage in Brand gesetzt. Nach der Zerstörung verlor die Burg zunehmend an Bedeutung und wurde als Baumaterial verwendet. Dadurch verfiel die Burganlage immer weiter. Jetzt im 21. Jahrhundert sind nur noch Ruinen von der Burg erhalten, die um 1980 herum konserviert wurden. Interessante Überreste eines Kellergewölbes und eines Backofens wurden bei Restaurierungs- und Ausgrabungsarbeiten entdeckt. Die Burgruine ist ein abenteuerliches sowie spektakuläres Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier der atemberaubende Ausblick vom Burgturm, welcher für jeden Burgenfan ein Muss ist, auf die Ortschaft Flossenbürg. Naturschutz bei Flossenbürg. Das Naturschutzgebiet Schlossberg Flossenbürg mit seinen gut 16 Hektar umfasst die Burgruine, welche sich auf der steil aufragenden Granitgruppe erhebt. Die seltene zwiebelschalenförmige Granitschichtung zusammen mit der Burgruine ist ein weiteres Wahrzeichen des Oberpfälzer Waldes. Thank you.
Die Burgruine ist ganzjährig zu besuchen und ist, wie schon erwähnt, ein wahnsinnig gutes Ausflugsziel für die ganze Familie. Ich wünsche jedem, der auf die Reise in die Vergangenheit geht, viel Spaß und unvergessliche Erlebnisse.